Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Im letzten Part sah es ja ganz gut aus alles, ne? Der Streitschlichter war da, er hat Kyogre und Groudon mal eben auf eine stille Treppe gesetzt, zurückgeholt, in die Wuthöhle rausgelassen und wieder eingefangen. Und jetzt stehen wir hier vor Vasili und Troy und vor der grandiosen Xenerovil Pokémon Arena und Leiter ist Yuan, der Arenaleiter, der die Schönheit des Wassers zum Leuchten bringt. Eine sehr interessante Information. Vielleicht handelt es sich hier um einen Gegner, der Wasser-Pokémon hat. Und deswegen haben wir eben übrigens auch schon lange nicht mehr gehabt. Wollen wir doch einmal kurz tauschen mit Gardevoir. Denn Gardevoir oder Sarnaito hat die... Oh. Ach du Scheiße. Was ist das denn, Leute? Ich zeig dir die sublimen Techniken, die ich vom Arenaleiter Yuan gelernt habe. Ach du Scheiß, die sublimen Techniken will sie uns zeigen. Sehr interessant. Die gute sieht wieder aus wie so ein komisches Schulmädchen mit Rock, der ein bisschen knapp ist. Ach du Liebezeit, was ist das denn? Liebeskus. Oh mein Gott. Meint ihr, mein Gardevoir hat da eine Chance gegen? Ich weiß es ja nicht. Setz mal Konfusion ein, nicht Psychokinese. Eigentlich wollte ich Psychokinese, aber war jetzt so schnell. Oh, sauber, es ist verwirrt. Ja, das habe ich immer gerne. Und verletz dich mal selber und töte dich am besten. Komm schon, gib dir. Ach nein. Warum eigentlich? Hä? Warum verletzt du dich nicht selber? Aber es wurde durch den Rückstoß getroffen. Na gut, ist nicht so gut, nicht so wild. Ja, nach dem Arenaleiter, in der Tat, werden wir uns dann an Rayquaza machen. Ihr habt mir so viele Techniken und Tipps gegeben und habt so geschrieben, ja, machst du so und so, dass ich ein bisschen verwirrt bin und gar nicht weiß, was ich jetzt nehmen soll. Ich werde dir beibringen, was Kämpfen kein Zuckerschlecken sind. Ja, Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Das habe ich mir schon gedacht, gute Frau, aber das weiß ich schon ungefähr seit 7 Orden, dass das nicht so einfach sein kann. Das ist aber auch gut, dass du mir dann vor dem 8. das genau das nochmal erklärst. Und dann kommst du mir mit einem Goldini an und das meinst du doch wohl nicht ernst, oder? Weißt du, du kommst mir mit einem Goldini an, wenn ich hier wunderbar toll einen Donnerblitz hab, ja? Und da kann dein Goldini direkt mal irgendwo ganz anders hingehen, ja? Da hat's doch gar keine Chance mehr. Und wird zudem noch paralysiert, wenn ich Glück hab, aber braucht man auch gar nicht. Ja, das war nämlich sehr effektiv. Tschüss, gutes Goldini. Guck mal, und die will uns zeigen, dass das hart ist. Leute, ich find's übrigens, ich find's faszinierend, wie wir einfach den 29. März haben. Ich gucke raus und es schneit. Es ist unfassbar, es schneit gerade. Man mag das gar nicht glauben, aber es schneit wirklich. Unglaublich. So. Oh, was ist das denn? Ach, guck mal, da kommt... Ach, guck mal. Ah, das ist so... Das ist nach oben. Alles klar, ich verstehe das. Und so wie es aussieht, komme ich hier... Ah, guck mal. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. So, die Frage ist nur, wie genau... Ja, das war jetzt so gesehen richtig fail. Ich überlege gerade, wie komme ich denn da am besten hoch? Komme ich da mit dem Fahrrad hoch? Ich hätte jetzt irgendwie so die Idee, möglichst viel Schwung mitzunehmen, mit dem Fahrrad da hoch zu rasen. Probiere ich das doch einfach mal aus, würde ich sagen, ne? Denn probieren geht, wie ihr alle wisst, natürlich über Studieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was war das denn gerade? Hallo? Hallo? Mein Gott. So, wo ist denn mein Eilrad? Da ist mein Eilrad. Nee, stopp, stopp. So, wählen, genau. So, okay, ja, ist gut. So, ich habe gerade beschleunigt gehabt, sorry. So, zack. Fatih sagt immer, die ist nicht der rechte Ort. Ah, okay. Wir kommen, was sagt er denn zu uns? Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Champ-TT-Gamer? Arenaleiter Yuan in Xenerovils, Xenerovil ist der Meister der Wasser-Pokémon. Auf dem Weg zu ihm wirst du auf gefrorenem Boden ins Rutschen kommen. Tut mir leid, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Der Rest des Weges musst du alleine meistern. Ich werde ins Rutschen... Aber wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Verstehe ich nicht? Gut, Leute, gut. Ich verstehe es echt nicht. Oh, ich glaub's nicht. Ohne Spaß. Okay, wir müssen wahrscheinlich alle Felder betätigen, damit wir durchkommen. Jetzt verstehe ich das auch. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist mir jetzt herzlich... Ach so, ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich war so dumm. Ich hätte vom Himmelturm ja auch einfach in Xenerovil fliegen können dahin, ne?
Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe den Wasserweg genommen. Bam, bam, bam. Hört ihr das? Das sind Facepalms. So, sorry, das waren Facepalms. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das mache. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. So mache ich das, glaube ich, ne? Ja, nice. Boah, Leute. Boah, ich bin ein Pro. Okay, nächstes Rätsel. Oh, das sieht schon etwas... Das sieht schon etwas kniffliger aus. So, da muss ich jetzt auch erstmal überlegen und muss mal kurz so durchgehen. Das macht man am besten nicht. Aber Moment mal. Da, 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 da. Oh, 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 ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Hier, so, 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 so. Zack, 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 zack. Ja, 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 ja. Alles klar, Leute, ich hab's. Yay! Boah, ich liebe so Rätsel, ne? Okay, du bist also der Arenaleiter, Yuan. Okay, Yuan, zeig mir, was du drauf hast. Lass mich dich was fragen. Wusstest du das schon? Ach, ich sollte nicht so schüchtern sein. Ich habe Vasili alles beigebracht, was man über Pokémon wissen muss. Und dann habe ich mein Amt als Arenaleiter aufgegeben. Ich habe die Arena an Vasili übergeben. Doch es gab einen zwingenden Grund, für mich zurückzukehren. Genug geredet, lass uns kämpfen. Du sollst Zeuge unserer Kunstfertigkeit werden. Eine Illusion aus Wasser geformt von einem Pokémon und mir. Okay, dann gib mal her, Yuan. Du Alter, du. Oh, guck mal, der sieht... Oh, eine französische Spanier. Das ist der Eloy Rodriguez da. Eloy, tut mir leid. So, das ist der Yuan. Ach, guck mal, der hat auch so ein Pokémon da. Ja, Yuan, hör mal. Ich persönlich kenne da natürlich nichts, denn ich habe Psychokinese. Ui. Ach, da unten gab es ja noch Trainer, ne? Ja, die habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, ne, weil ich ja die Rätsel so gemacht habe. So, okay, und weiter geht's. Als nächstes wird Krebutak von Leiter Yuan eingesetzt. Nee, ich möchte nicht das Pokémon wechseln. Bist du bekloppt? Wer ist eigentlich Krebutak? Uiuiuiui. Das sieht aus wie eine Krabbe. Das ist Wasser-Pokémon. Das ist anfällig. Oh, guck mal, was das für eine fette Lippenstift drauf hat da. Guckt euch das mal an. Richtig heftig. So. Ja, das war's dann auch. Krebs, Krebs, Krebutak. Krebutak. Okay, Krebutak ist weg. Sorry für diesen... Oh, Level 46. Sauber, geil. Diesen kleinen Ausraster gerade. Als nächstes, was? Velsa? Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Immer noch nicht. Zu verrückt. Oh, das ist also... Ja, sieht wirklich aus wie so ein halber Wels. Aber da kenne ich nichts, denn ich habe Donnerblitz und Donnerblitz... Es hat keine Wirkung! Was? Es hat keine Wirkung! Ach, du liebe Zeit. Okay. Okay, der kämpft mit Tricks, Leute. Der kämpft mit Tricks. Ah, Spezialverteidigung, ne? Das ist nicht so gut, glaube ich. Oh, oh. Der kämpft mit ganz schön... Amnesie setzt da ein. Und was stand denn da? SP Fair. Ja, ja. Das ist seine Verteidigung, die stark steigt. Ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? Weil Gardevoir macht dann extrem weniger Schaden. Und er macht Erdbeben. Oh, oh, oh. Das ist nicht so gut. Oh, ja. Das zieht mir viel ab. Egal, ich werde weiter durchhalten mit Psychokinese, Leute. Ich habe keine Lust, das Pokémon jetzt zu wechseln. Oh, schon wieder Erdbeben. Stellt euch das vor, wir sind gerade im 8. Weltkrieg. Battlefield 4 ist rausgekommen. Und auf geht's. Und Hypertrank wird eingesetzt. Das ist natürlich nicht so toll jetzt, ne? Also ich glaube, ich vermute jetzt einfach mal, das ist so eine Mischung aus Elektro und Boden, dieses Pokémon. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich sollte auf jeden Fall was einsetzen, was mein... Wo ist mein Hypertrank? Ja, was mein Gardevoir heilt, denn wir brauchen Gardevoir auf jeden Fall noch. So, ja. Amnesie ein. Ja, das bringt nichts mit Gardevoir. Ich werde mal ein anderes Pokémon ausprobieren. Das ist natürlich jetzt, wo er seine Spezialverteidigung so gesteigert hat, nicht ganz so einfach für mich. Und ich bin wieder, ich stehe auf dem Schlauch gerade, Leute. Ich weiß nicht, welches Pokémon das Beste nun ist. Was ist das denn? Das ist so ein Boden, oder? Das sieht so aus wie Boden, Wasser, Blitz, alles. Das ist wirklich alles irgendwie. So, mit Schwebe. Komm, ich mache einfach mal Knirscher. Ist ja die Universalmethode. Und wie viel? Ach, du liebe Zeit. Das ist gar nicht... Ah, stimmt, Moment. Libeldra ist auch ein Boden-Pokémon. Natürlich, Libeldra ist doch ein Boden-Pokémon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ist mit Feuer-Odem? Das ist ja nur eine Drachenattacke. Das ist... Ah, es ist paralysiert worden. Das bringt schon mal ein bisschen was.
Also, das ist auf jeden Fall, bringt das gar nichts, was ich jetzt hier wirklich gemacht habe, ist nicht so toll. Naja, dann versuchen wir doch was anderes. Was ist denn mit Stami? Hat man noch gar nicht eingesetzt. Probieren wir einfach mal. Was sagt Stami denn dazu? So, Stami, siehst geil aus, Mann. Pass auf, komm her. Aquawelle ein, ja, ich bin Wasser- und Psycho-Pokémon. Du kannst mir, naja, geht, ne? Das ist nicht sehr effektiv, sagt er. Aber es regnet weiter. Okay, Eisstrahl. Was sagst du zum Eisstrahl? Ich muss jetzt ein bisschen ausprobieren, weil ich keine Ahnung habe. Und? Boah, das zieht ihm gar nichts. Oh nein, bitte nicht. Es zieht ihm... Ah. Ja, dieses Welser ist schon wirklich... Ja, ist schon wirklich ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt großartig hier noch versuchen soll. Seine Verteidigung ist einfach so hoch, Leute. Bitte flamet mich nicht dafür, dass ich da jetzt falsch gegen den gekämpft habe. Es tut mir leid. Boah, alter Gwaldro. Halt, boah, ein Volltreffer war das, okay. Das ist aber eigentlich nicht sehr effektiv. Ja, das bestätigt eigentlich seinen Pflanzentyp weiter, weil Gwaldro gut gegen Wasser ist. Oh ja, oh ja, oh ja. Da habe ich es doch herausgefunden, Leute. Da habe ich es herausgefunden. Gwaldro war der Richtige. Sauber. So, jetzt kriegen alle hier ein bisschen Erfahrung. Oh, Stami erreicht Level 43. Ich will jetzt erstmal Jusam. So, dann gucken wir mal weiter. So, zwei Pokémon hat er noch. Seeyong, das ist auch ein... Oh, guck mal, wie süß der ist. Das ist so die Weiterentwicklung von Seemobs, oder nicht? Oder bin ich... Ach, keine Ahnung. So, wir sollten auf jeden Fall gut Schaden machen mit der Laubklinge. Ja, Leute, fast One-Hit Gwaldro, Alter. Du alter Baummensch, du. Das ist doch mal geil. Oh, oh. Ah. Das ist sehr effektiv. Und Hypertrank wird eingesetzt. Das ist nicht gut. Ich will jetzt hoffen, bitte, dass Gwaldro überlebt. Denn dann kann ich dem auch nochmal einen Hypertrank reindrücken. Ja, sauber, sauber. Volltreffer. Sehr effektiv. So, und was setzt er als letztes ein? Seedraking. Okay, ich werde mein Pokémon auch mal wechseln. Wir wechseln wieder auf Gardevoir, um nochmal den Donnerblitz auszuprobieren, Leute. Und einige von euch hatten gesagt, sie hatten Probleme bei dieser Arena. Geht aber doch eigentlich. Also ich habe jetzt, nachdem einige schon gesagt haben, ja, ich hatte Probleme bei der Arena, habe ich gedacht, oh scheiße, das wird hart für mich. Aber bisher ging es eigentlich. Bis auf den Welser eben, der ein bisschen Probleme bereitet hatte. Und komm schon, stirb. Ja, Leute, ein Volltreffer auch noch. Er setzt Eisstrahl ein, das sollte uns eigentlich nicht so viel abziehen. Ja, das geht. Und jetzt ist er down. Yay, er ist down. Wuhu. Ja. Wusste ich doch, ey. Geil, Gardevoir hält 2040 Punkte. Yeah. Ja, das war der Arenaleiter Yuan. Wir haben ihn besiegt. Oh, ausgezeichnet. Sehr schön, du hast gewonnen. Ich weiß, dein brillantes Talent wird jeden Gegner bezwingen. Aber im Vergleich zu mir oder auch Vasili fehlt es dir an Eleganz. Das stimmt, ich habe nicht diese spanische Temperamente. Vielleicht sollte ich dir ein paar meiner Kleidungsstücke leihen. Nee, lieber nicht. Lass weg. Will ich nicht. Oh, ich habe nur Spaß gemacht. Statt meiner Kleidung bereiche ich dir den Schauerorden. Alles klar, dankeschön, Kollege. Hält den Showerorden von Yuan. So, und damit haben wir den 8. Orden, Leute, und haben uns für die Pokémon-Liga, glaube ich, qualifiziert. Dieser Orden sorgt dafür, dass dir alle deine Pokémon gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, mit der VM-Kaskade Wasserfälle in jede Richtung zu passieren. Und damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir dies. DM03. Okay, was hat er da drin? Aquawelle. Aha, damit kann gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwirrt werden. Arenaleiter Yuan wurde im Pokénav-Verzeichnis eingetragen. Okay. Oh, wir fallen direkt runter, ja, ist ja auch klar. Ach, du liebe Zeit. Die Trainer wollen noch besiegt werden. Ja, wir werden den einen oder anderen Trainer hier noch machen dann. Und werden dann aber schnell gucken, dass wir hier rauskommen und uns auf den Weg machen, das legendäre Pokémon Rayquaza zu fangen. Das möchte ich vor der Pokéliga nämlich auf jeden Fall noch machen. Und die Frage ist, ja, einige von euch sagten jetzt schon Schwalbos raus. Der Wunsch danach, Schwalbos rauszumachen, wird wohl immer größer bei euch. Im Moment habe ich Schwalbos ja auch nicht mehr wirklich benutzt. Die Frage ist, wollen wir Rayquaza dann dafür da reinsetzen irgendwie?
Ich habe keine Ahnung von legendären Pokémon. Es gibt immer welche, die lehnen das, glaube ich, komplett ab, legendäre mit in der Pokéliga zu haben. Es gibt aber auch welche, die lehnen das nicht komplett ab. Mir ist es im Grunde scheißegal, ja. Also, es ist so egal, ob da jetzt legendäres dabei ist oder nicht. Interessiert mich gar nicht. Aber ich überlege halt, ob ich Rayquaza, wenn ich das denn gefangen haben sollte, ob ich das mitnehme und anstatt von Schwalboss reintue. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie findet ihr die Idee? Und ansonsten, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Table Tennis Gamer. Ciao!